Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3 in einer neuen Aufnahmesession. In der ersten Aufnahmesession nach meinem Umzug. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in der Not. Ich muss jetzt wieder Folgen aufnehmen. Alles ein bisschen kurz vor knapp, aber das machen wir doch gerne. Nur ich muss wieder reinkommen. Also jetzt ist schon über eine Woche her, als ich zuletzt aufgenommen habe. Und Umzugsstress, dies, das, und ich weiß gar nicht mehr genau, wo war ich dran, wo war überhaupt irgendwas. Wir hatten, Vergangenheits-Extreme hatte schon mal Fallen gesetzt. Das war nämlich, glaube ich, das Problem. Wir müssten hier die Titanen opfern in der Mission. Oder das ist noch nicht so das Problem. Stimmt, hier kommen die nachher noch von da. Da oben kommen sie ja regelmäßig von der Oberfläche. Und hier müssen wir noch zumachen. Gut, wir haben einen groben Plan. Ich würde sagen, wir versuchen das mal so zu verdichten. Was hatten wir denn alles geforscht? Wir haben auf jeden Fall sehr viel Bösartigkeit. Müssen wir mal schauen, was und wie und überhaupt. Wir machen, wie sind die Level denn? Okay, das ist soweit gut. Eine Brauerei haben wir auch schon. Level 4 sind die so im Schnitt. Dann machen wir mal eine magische Tresortür hier hin. Genauso wie hier. Und setzen natürlich auch nochmal hier einen Flammenturm hin. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Fallen. Hallo? Wie war das so mit dem Rotieren? War das... Nee, R war es nicht. O war es genau. Mit O rotiert man. So. Ich denke, das ist okay. Wenn das jetzt verwurstet ist mit den ganzen Fallen, sollte das eigentlich gehen. Mana haben wir auch genügend und so sieht es soweit ganz gut aus. Das Problem ist halt nur, dass wir drei Titanen opfern müssen. Dafür müssen wir dann halt auch erstmal die jeweiligen Forschungen so vorantreiben. Da müssen wir mal schauen. Als erstes könnten wir den Orga machen. Holen wir uns erstmal die Arena. Durch Antrunk und Schlingen trainieren euer Monster wundersame Weise um 100% effizienter. Nehmen wir mit rein und dann erforschen wir mal den Orga. Den müssen wir ja opfern. Der erste Titan, der geopfert wird. Moin Kitty, grüß dich. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch, deine Woche verlief gut. Hast du das auch gehört? Thanos soll ein ganzes Dorf abgebrannt haben, weil sich nicht alle freiwillig zum Krieg gegen das Böse gemeldet haben. Hier wird der Orga geopfert. Ah, wir sind ja schon fast da gewesen. Ja, ist ja dann easy. Ja gut, dann werden wir uns dahin vorarbeiten. Wie gesagt, jetzt eine Woche kein Dungeons 3 mehr aufgenommen. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept, aber sollte schon irgendwie klappen. So, die Arena, wo bauen wir die denn hin? Die Arena, die möchte ich natürlich ganz gerne wie alle Ork-Gebäude schon so in der gleichen Region haben. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig groß, oder? Machen wir das mal 6x6 erstmal. Ich denke, das sollte besser passen. Goldquellen. Wir haben drei Goldquellen. Eine langanhaltende hier, die, wow, die jetzt gleich erloschen ist. Und zwei unendliche Goldquellen. Lagerkapazität liegt bei 23.000. Das werden wir niemals erreichen, denke ich mal. Dann können wir das hier auch gleich abreißen und wieder zumachen. Ja, dir geht's gut. Endlich kein Prüfungsstress mehr. Ja, das freut mich doch zu hören. Und ich muss gestehen, ich freue mich dann morgen wieder auf SXRK, dass es da wieder weitergeht. Ja, ich bin mal gespannt. Natürlich wieder Eigenwerbung ein bisschen machen für unser Projekt. Wenn ihr also Lust habt, noch mehr zu sehen außer Dungeons 3, auf meinem Kanal läuft natürlich noch ein bisschen was anderes. Lustige Projekte wie das SXRK-Projekt, was bedeutet, dass wir dort alles Mögliche spielen zu viert. Und dort haben wir dann lustige Projekte am Laufen. Also wenn ihr Lust auf ein Dacher habt, schaut doch gerne mal dort vorbei. Feinde und sind in den Dungeon natürlich auch die Sicht von Kitty, Sponti und die Streams von Rebelli könnt ihr auch begutachten. Links sind da natürlich auch wie immer in der Beschreibung. Wie gesagt, mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Schadet ja nicht. Für alle, die Lust haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, Arena steht. Das wäre dann auch geschafft. Ja, jetzt müssen wir mal den Klöpper schon hier besorgen, ne? Also hier, Orga. Hi. Moppelchen.
Ah, du brauchst gar nicht zu trainieren, mein Freund. Du wirst gleich geopfert. Quasi unser Brathähnchen. Gut, müssen wir mal gucken. Die Nagas. Oh, die sollten wir echt mal dringend hier verbessern. Das hatte ich noch gar nicht gemacht. Das ist ja eine Schande, Extreme. Schrifträume müssen wir noch nicht erweitern. Hier Überspannung und ganz gerne noch die Orks. Dass wir das dann auch nochmal verbessern. Ich denke mal, das passt soweit. Dann haben wir mal ein bisschen die Horde-Seite ein bisschen mal aufgepäppelt. Ja, ansonsten könnten wir mal mehr Kreaturen gebrauchen. Das ist eigentlich immer so ein Ding. Ja, was holen wir denn noch dazu? Bei den Dämonen und den Orks sieht es soweit gut aus. Ich hätte gerne noch einen Vampir, aber ich hätte natürlich auch gerne Liche. Aber zwei Vampire wär so für mich das Maximum. Aber Liche hätte ich auch noch gern und Sukubis. Die erforsche ich schon mal. Warte mal, wir können ja noch ein paar Kreaturen dazu kriegen. Wir holen uns eine Sukubi dann und sparen noch ein bisschen Punkte, dann können wir noch Liche holen. So, Sukubi, holen wir ran. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben noch gar keine... Ah, es geht, ne? Also von den dämonischen Gebäuden. Also Platz ist noch vorhanden. Ist der Raum nicht komplett oder was ist das hier? Ach, der war gar nicht komplett. Was ist denn da los, Extreme? Was hast du denn da gemacht? Nee, nee, nee. Ja, jetzt ist der Raum wenigstens komplett. Dazu holen müssen wir dann natürlich noch, ja, die Liche. Die können wir jetzt dazu holen. Aber wie sieht es denn aus? Die wollen ja auch, ab welcher Stufe wollen die Bäder nehmen? Ich habe schon wieder vergessen. War das ab Stufe 6? Halle der Entspannung. Über Stufe 3 hinaus. Ab Stufe 4 wollen sie sowieso regelmäßig. Und wir haben jetzt... Na, wir müssen sowieso das dann bald machen. Naja, naja. So, Lich. Ja, können wir noch nicht dazu. Wir müssen halt nochmal unsere maximale Größe überarbeiten. So, jetzt holen wir uns aber erstmal ein Räumchen noch dazu. Die Halle der Entspannung. Die brauchen wir auf jeden Fall ganz dringend. Aber wir sollten noch mal so langsam an die Oberfläche gehen, damit wir unseren netten Titan noch opfern können. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal, bevor wir jetzt hier noch weiter rumfuchteln. Hatten wir ein Portal da? Nein, hatten wir noch nicht gemacht. Gut, dann gehen wir halt durch diesen Weg runter oder hoch. So, wir haben ja unseren Orga dabei. Es gibt ja die Errungenschaft, dass wir das zeitlich schaffen, alle Titanen zu opfern. Das können wir uns, denke ich mal, hier abschminken im Let's Play. Ist das sowieso fast nicht machbar. Weil unter so derartigen, mein Gott, reden fällt mir heute echt schwer. Unter derartigen Zeitdruck zu arbeiten, das wollen wir jetzt auch nicht. Wir spielen ganz normal, aber wir wollen versuchen, dass wir mit Talia keinen Schaden bekommen, während sie den Orga opfert. Das können wir auf jeden Fall versuchen. So, da haben wir wieder unsere Gutmenschen. Wir pushen unsere Einheiten. Ja, die wollen auch Mana-Bad nehmen, sehe ich gerade. Da war das Zeichen dafür. Das müssen wir uns natürlich noch erarbeiten. Halle der Entspannung erforschen. Können wir ja schon mal bauen, während die da oben am Kämpfen sind. Ich denke mal, so sollte der Raum erstmal reichen. Ansonsten können wir ihn noch mal ein bisschen vergrößern. Aber noch haben wir ja nicht so viele dämonischen Kreaturen. Mit dem Gold ist so relativ knapp alles. Nicht so wirklich viel haben wir am Start. Ist doch ein bisschen relativ klein, ne? Vergrößern wir dann doch noch mal. Eine Ecke, das ist noch ein bisschen mickrig, finde ich. So, das nächste Lager wäre hinüber. Den Orga opfern wir da oben, aber wir holen uns hier nochmal natürlich die Bösartigkeit ab. So, Einheiten pushen. Truff da. Vernichtet sie. So, mehr Bösartigkeit bitte.
Denn es ist ja bekanntlich gut, böse zu sein. Oh ja. Wunderbar, da steigen sie wieder Level ab. Ein paar sind jetzt schon so ein bisschen, ja komm, lass wir die mal eben heilen. Dann können wir mal schauen, dass wir uns ein bisschen von den Kreaturanzahlen ein bisschen pushen. Und Liche hatten wir jetzt erforscht gehabt. Die Horden hatten wir soweit jetzt ein bisschen gepusht. Ich würde sagen, dann machen wir mal ein bisschen die Untoten als nächstes ein bisschen stärker. Dafür brauchen wir noch mehr Bösartigkeit. Wir können uns schon mal ein Licht dazu und zwei Succubis. Dann habe ich schon mal Succubis, die maximale Anzahl, die ich auch haben will. Gerne noch ein Licht mehr. Und dann können wir einfach mal so variieren, was wir dann haben wollen. Das sehen wir dann einfach. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch, denn wir müssen als nächstes unseren kleinen Moppelchen hier opfern. Kleinen Orga. Was schade finde, weil, ja, das Katastrophenerzeugende Böse hatte eine Tingstätte erreicht. Hierhin musste der Oger gebracht werden. Ja, den will ich aber noch nicht dahin bringen. Ich will ganz gerne unsere... Ich weiß nicht, kommen die Feinde dann von da oben? Ich denke mal, die kommen von da oben und wollen Talia abhalten, das Ritual zu durchführen, oder? Wen soll ich töten? Okay, der steht ich werde das in Land Position. Vernichten. Steht. Ja. Was kann ich tun? Ah, okay, gut. Das Ritual begann. Es würde einige Zeit in Anspruch nehmen, die sich natürlich Nein. ein paar Steinwächter ausgesucht hatten, um anzugreifen. Zufälle gibt es, nicht wahr? Verdammte Level-Designer. Ich dachte, Los, die mach würden... die Steinwächter platt. Beschützt den Oger. Zeigt ihnen, was eine Hake ist. Ach ja, auf mich passt ihr bitte auch auf. Ich hätte jetzt gedacht, die Feinde kommen jetzt, also die Menschen, die kommen jetzt von da oben. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass hier diese blöden Steinwächter wieder auftauchen, wie in den vorigen Missionen. Naja, gut. Vielleicht habe ich das jetzt schon verkackt, weil Talia Schaden bekommt. Ich weiß nicht, weil die Errungenschaft darf Talia keinen Schaden bekommen oder darf sie nur einen gewissen Schaden bekommen. Ich weiß es gerade nicht. Ansonsten hätten wir die schon verkackt. Egal. Selbst wenn, wir versuchen es dennoch so gut wie möglich. Dass es uns gelingt. Leute, ihr könnt aber auch gerne hier so ein bisschen runterkommen. So, wir erhöhen mal unsere Anzahl der Kreaturen. Liche haben wir verbessert. Vampire jetzt ganz gerne auch mal. Krypta haben volle Lebensenergie, wenn die wiederbelebt werden. Das klingt ja sehr gut. Der Oger schaute noch einmal verdutzt. Offensichtlich war ihm nicht klar, dass das Ritual mit seinem Ableben enden würde. Tja, auf der bösen Seite ist man halt öfter entbehrlich. So. Ich spüre neue Macht durch mich strömen. Ich werde Thanos mit Leichtigkeit besiegen. Talia ist jetzt ein bisschen gepusht. Also durch die Mission bedingt natürlich. Dann schauen wir mal, dass wir... Ja, was machen wir denn als nächstes? Mehr Kisten. Naja, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Das war's für dich. Tempel war ab Level 6. Tempel war ab Level 6. Dürfen wir jetzt nochmal ein Orga einfach so holen? Oh, das dürfen wir tatsächlich. Cool. Dann haben wir nochmal Titan einfach so am Start. Was ich sehr gut finde. So, dann holen wir noch ein Licht dazu und dann können wir uns nochmal dann ein Vampir dazu holen. Zu gegebener Zeit. Helden machen sich auf den Weg zu einer eurer Bösartigkeitsinseln. Das finde ich jetzt nicht so geil. Da muss ich auf jeden Fall mal dann dazwischen grätschen. Jetzt kommen sie noch in den Dungeon rein. Diesmal kommen sie von der Portalseite. Na gut, haben wir schon abgesichert. Kein Problem für unsere Truppen. Für unsere Fallen. So, apropos Truppen, die sind jetzt so vom Level her 4, 5, also 6 haben wir noch nicht, aber wir müssen bald einen Tempel bauen und den, also den erforschen und dann bauen, weil die ab Stufe 6 einen Tempel haben wollen. Müssen wir dann halt auch mal mit einem Auge drauf linsen.
Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Das sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, easy peasy. Die gehen doch schon drauf. Oh, da sind sie. Haltet sie auf. Es ist Zahltag. Oh, ihr seid so lahm. Dabei seid ihr schon stark, aber irgendwie... irgendwie noch zu schwach. Gut, wir haben jetzt auch nicht alle dabei. Muss ich euch jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Die Guten. Aber dennoch, es könnte ein bisschen besser sein. So, Vampire hatten wir gepusht. Dann können wir schon mal den Tempel erforschen. Als nächstes ist ja sowieso der Grabgolem dran. Wir können nochmal... Was hat das gekostet? Ja gut, das können wir hin. Nochmal sogar. Jetzt sind wir nur langsam pleite. Und ich hier die ganze Zeit in Kauflaune bin. Den Raum müssen wir noch vergrößern. Das machen wir mal eben. Die Halle der Entspannung. Und Tempel bauen wir dann zu gegebener Zeit. Momentan haben wir kein Gold. Und die nächsten Kreaturen holen wir dann auch, wenn wir ein bisschen mehr Gold haben. Wir sparen mal ein bisschen. Gut, dann versuchen wir mal weiter vorzurücken, dass wir zumindest schon mal zur Stelle kommen können, wo der Grabgolem geopfert wird. Dann können wir da ein Portal aufmachen, unsere Kreaturen ein bisschen mal ausruhen lassen. Und dazu geben Anlass, dann den Grabgolem opfern. So, auf die Priesterin. Yay. So, hier können wir nochmal... Insgesamt können wir uns heilen. Wie kommen wir denn dahin? Achso, da. Ja. Das opferbereite Böse hatte eine Tingstätte erreicht. Hierhin musste der Grabgolem gebracht werden. Können wir hier jetzt einmal den ganzen Bereich hier räumen und dann können wir den Grabgolem dann da opfern. Da sind die Geister da und das ist ein kaputter Skelett. Okay, gut. Irritiert immer so ein bisschen, wenn du die grünen Punkte da hast. Achso, ja, heilen. So, da sind jetzt auch die Skelette alle geheilt. Dann räumen wir nochmal eben das hier weg. Gehen einmal im Bogen und dann erfüllen wir die nächste Mission. Auf die Priesterin, auf die Novizin. Die müssen als erstes weg. Sonst heilen sie immer wieder nach. Aber gut. Mittlerweile sind unsere Kreaturen ja schon ein bisschen stärker. Das läuft ja so schon ganz gut. Ja, Tempel müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich bauen. Denn die haben jetzt auch schon bald diese Ansprüche. Tempel. Bauen wir den mal großzügigerweise mal... Oh Gott, das ist ein bisschen sehr großzügig. Machen wir das mal so. Nicht ganz so übertrieben, aber dennoch trotzdem irgendwie... immer noch sehr groß. Naja, wird schon hinhauen. Wird schon reichen. Wir können ja noch Kreaturen dazu holen. Noch ein Vampir hätte ich gerne. Und dann als nächstes die Forschung, dass wir den Grabgolem haben. Genau. Damit wir die nächste Opferung dann vollführen können. Und mittlerweile haben wir jetzt auch schon ein paar Kreaturen noch hier im Untergrund. Wir lassen unsere gleich sowieso mal ausruhen. Dann können sie jetzt erstmal noch ein bisschen kämpfen. Und dass wir die gleich nochmal in den Untergrund gehen. Dann lasse ich die zwischen den Folgen, gleich wenn wir hier durch sind, nochmal ein bisschen ausruhen. Dann können sie ein bisschen ihren Gelüstern nachgehen. Sammeln wir nochmal alle in Ruhe. Und dann können wir verstärkt in der nächsten Folge alles niederreißen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell durchkommen, dass wir das so reibungslos schaffen. Es ging ja doch schneller als erwartet, muss ich ja gestehen. Was ist hier eigentlich? Why? Warum stehen da einfach ein paar rum im Wald? Was machen sie mit der Novizin? Ich will es gar nicht wissen. Stirbt ihr gut, Menschen! So.
draufkloppen. Veteran hält natürlich am meisten aus, aber auch er ist natürlich down. Ja, unsere Kreaturen steigen munter Level. Also, wow, schon Level 7, ne? Das geht ja doch schneller als er... Oh, da war ein Buch. Da war ein Buch, Extreme. Nein! Das holen wir uns natürlich. Was ist das für ein Buch? Schadensbonus. Ich würde ja mal sagen, dass hier einer der obersten Frontgänger kriegt natürlich diesen Schadensbonus. Vlog der Schläger. Ich bin die Königin des Bösen. Dann ist es jetzt ein richtiger Schläger. Der hat jetzt ein bisschen Tinte auf dem Füller. So, Halle der Qualen müssen wir auch noch machen, damit wir Feinde foltern können. Und hier ganz gerne unseren Arachniden noch verstärken. Wir müssen unsere Bibliothek erweitern, dass wir mehr Bücher lagern können. Und wie gesagt, Halle der Qualen, damit wir auch foltern können. Das sind so die nächsten Vorhaben. Halle der Qualen, wo bauen wir die denn jetzt noch hin? Ja, keine Ahnung. Hier so hin. So, vielleicht. Ich weiß es doch selber nicht. Machen wir es mal so. So ist okay, denke ich. Hier sind sie munter am Trainieren. Das gefällt mir. Oh, hier sieht man schon, mein Level 4. Hat mir geschrieben, ohne dass ich was gemacht habe. Felder im Süden niederbrennen ließ, damit die Bauern dort nicht mehr von ihrer Arbeit abgelenkt werden und als Soldaten für ihn kämpfen können. Zahltag. Also mit dem Gold kommt man da so mit den unendlichen Goldquellen nicht so wirklich gut voran. Also irgendwie bauen die Schnodderlinge das dennoch sehr langsam ab, finde ich. Gut, wir sind natürlich kontinuierlich Sachen am Erforschen. Das kostet natürlich auch alles. Aber ich finde es halt trotzdem immer sehr lahm. So, das kann ich ja alles in der Zwischenzeit machen eigentlich. Weil ich gucke gerade, der Timer, der läuft und läuft. Wir haben jetzt hier den nächsten Ort der Bösartigkeit geholt. Hier haben wir so, wieder so einen coolen Zombie. Wir bereiten uns dann vor, öffnen hier das Portal, lassen unsere Kreaturen ausruhen und ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge und sehen uns dann in 2 Tagen wieder in einer neuen Folge von Dungeons 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sage erstmal bis dahin. Tschüss.